Guten Abend, lieber Patrick. Hinter uns liegen 50 Stunden nonstop Wahlkampfmarathon. Eine tolle Zeit hoffentlich auch für dich. Wie fandest du es insgesamt und gab es womöglich eine Aktion unter den vielen, die dir am allerbesten gefallen hat? Ich muss ganz ehrlich sagen, es war der Hammer. Es war anstrengend, es war teilweise unglaublich, was da gerissen wurde von den, ich glaube, weit über 50 Leuten, die dabei waren. Und ja, ich würde es jederzeit wieder machen. Ich glaube, wir Berliner Julis können das Ganze auch auf 100 Stunden ausbauen. Aber halten wir mal den Ball flach. 2011 planen wir neu und sehen weiter. Was hat mir besonders gefallen? Das Nervenaufreibendste war, unter den Linden mit einem sogenannten Concept-Bike zu fahren. Das sollte jeder mal ausprobiert haben, weil ey, das ist Fun. Ohne Ende. Wunderbar, vielen Dank. Morgen Abend steht dann die Entscheidung an, die Bundestagswahl, die Ergebnisse. Was ist deine Prognose, was ist deine Hoffnung? Na, die Hoffnung ist ganz klar, die Frage stellt sich doch gar nicht, oder? Wir kommen in den Bundestag und zwar mit einer klaren bürgerlichen Mehrheit, weil das ist richtig und wichtig für die Zukunft, für Deutschland, weil Deutschland kann es besser und die FDP wird garantiert 14,3% machen. Vielen Dank. Vielen Dank.